Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Monster on the Rise Sunbreak. Wir befinden uns in Elgado und wollen uns auf die beschwerlichen Meisterrang-Quests aufmachen. Also ab geht's. Städtenquests. Okay, die Meisterrang-Quest scheint immer Städtenquest zu sein. Wir töten mal den Kulu. Und ich hau mal eine Beitrittsanfrage mit raus. Falls eine kommt, kommt er. Wenn nicht, mache ich es allein. So. Ah, die Kiste. Ich muss nochmal gucken, wo die Kiste hier ist. Um meine Sachen aufzufüllen. Hier ist er. Ich nehme diesmal auch dieses Set mit, weil ich da Fallen drin habe. So, und dann essen wir auch mal was. Stimmt, ich habe glaube ich gar nichts gegessen in der letzten Quest. Ich esse meinen üblichen Fraß. Und ich nehme mal die hüpfenden Nee, irgendwie sind die hüpfenden Spieße blöd. Dango Schwäche auf Stufe 1, aber 100%. Ach, ich hau einfach so rein, gucken, was ich krieg. Jawohl, Verstärke und Schwäche auf Stufe 2. Ach so, stimmt, das war ja die Reihenfolge, wie die aufgespießt wurden. Endloses Eden, Dschungel. Ein neues Gebiet. Those who set foot in this land will behold its breathtaking splendor. Ancient ruins, lush greens, and rich waters. I'm ready! Ich kenne mich hier nicht aus, also kletter ich hier direkt mal hoch. Ah, war eine gute Idee. Hoffentlich ist es nicht so wie der Dschungel bei World, in dem ich mich einfach immer verlaufen habe. Was haben wir denn hier? Ah, da war schon wieder eine Juwelenlilie. Hier oben, oder? Wo ist er? Mich erst mal ein bisschen umgucken. Das ist da unten. Nee, da ist ein Irrlitz. Sieht nicht ganz so, ja, sieht schon ein bisschen verwirrend aus, aber ich hoffe, es ist nicht ganz so verwirrend wie einst im ersten Beat. Oh, hier sind aber viele Wiesen. Vielleicht muss man hier nicht mehr so lange laufen, dann um die Erlitze voll zu kriegen. Ach, Dings. Ich muss mir wieder Nebenquests mitnehmen. Ich krieg doch jetzt bestimmt neue. Da ist noch ein roter. It begins. Oh, mal gucken, ob der groß ist. Nee, der ist nicht besonders groß. Sei froh, dass du klein bist, sonst wärst du gestorben. Let's see. Nein, er kommt mir nach. Ich sammle hier so langsam. Erz. Edeltalit-Erz. Ja komm, der ist ja der Kämpfer. Oh, das ist ein großer Kulu. Guck mal, was der für hohe Beine hat hier. Wie kann ich die Dinger nochmal aktivieren?
Ja, sie schießen. Aua. Ah, die schießen nur, wenn er an der Wand steht. Aus dem Kulu könnte ich mir direkt ein verbessertes Langschwert bauen. Allerdings war mein Langschwert-Set noch nicht optimal auf Endgame abgestimmt. Aber ich brauche eh ein High-Rang-Set, um mehr Verteidigung zu haben. Meister-Rang-Set. Ja, scheiße. Okay, jetzt reicht's, jetzt nämlich die Gewehrlanze. Genug dumm rumgestorben. Das einzig Blöde ist, für die Gewehrlanze müsste ich eigentlich anderes Essen essen. Ich nehme mal hier die, mit der halte ich extrem viel aus. Kann ich meinen Gewehrlanzenfraß essen? Ja. So. Einmal schon hässlich gestorben. Diesmal gehe ich mal hier unten lang. Hey there. Ist Königsludrot. Ja, was soll das jetzt hier? Juwelen, die hier gefunden. Ah. Wenigstens mal die Karte aufdecken. Ich muss hier auch wieder die neuen Lager finden. Drüben sieht nach dem Lager aus, oder? Kann ich hier hoch? Oh. Ein Tempel. Nein, ich wollte hier eigentlich gar nicht ran. Ich wollte mich hier unten nur ein bisschen umgucken. Na komm, dann mache ich die hier. War ich noch nicht. Doch, hier war ich schon. Das ist dieser Strandabschnitt. Ah, hier kann ich ein Monster drauf werfen. Okay, und sie dann mit Element überziehen. So, jetzt fehlt nur noch die Ecke da hinten. Ja, die hole ich auch noch schnell. Hier ein Lagerort. Oh,
Achso, ich habe jetzt die Welle und ich will gerade Munition wechseln. Oh, Schwert. Ach ja, das habe ich auch nicht gemacht mit den Schwertern sammeln. Ich hatte keinen Bock irgendwie. Ich bin nicht so der Sammler, ich bin eher der Krieger. Aber eigentlich ist es ein leicht verdienter Erfolg, den man einfach nur ablaufen muss. So, jetzt haben wir alles aufgedeckt und er ist unten. Ja, gehen wir ihn mal killen jetzt. Schon rumgegammelt hier. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Map. Jetzt kann ich nämlich den Sprengsprint und den aufgeladenen Schuss mitnehmen. Das ist gut, weil der Sprengsprint ist voll wichtig fürs Movement. Ob das immer unten dasteht, was man für einen Move machen kann. Das macht zwar satt, ein bisschen voller, aber das ist eigentlich ganz cool. Allerdings, guck mir der Gewehr an, so kenne ich ja die Angriffe. Aber für Waffen, mit denen ich noch nicht so oft gespielt habe, wäre das vielleicht cool. Aber wie ging das nochmal? So, oder? Eruptionskanone, das ist neu. Oh, das ist die Eruptionskanone. Hey, das ist ein cooler Skill. Da kann man endlich praktisch dreimal schießen. Das drin. Na, Mist. Ich muss wieder wechseln. Kanone will ich ja trotzdem ausprobieren. Jetzt. Ah, das ist wie der Wormsteak-Schuss. Kann ich das jetzt direkt wieder machen? Das ist eigentlich cool für die Schuss-Schuss-Technik. Also wenn man nur schießt. Ich mache hier manchmal den Schuss. Ich brauche trotzdem hier meine coolen Sachen. Ich weiß nicht, was das blaue Feuer bedeutet. Bedeutet es dann auch, dass ich mehr Schaden mache? Ich muss mir mal durchlesen. So, jetzt habe ich ja mein Feuer von dran. Jetzt mache ich 66. Wenn ich jetzt den Explosionsschuss auch noch reinhau. Let's go! Ach hier, ich lass den mal in die Käfer rennen da. Oh ja. Ja, Mist. Komm, hau erstmal. Schuss, Schuss, Explosion. Nur ich glaube, bei dem mache ich einfach weniger wie bei dem anderen.
Ja. Ich glaube, ich bleibe beim üblichen. Erstmal. Was sich bewährt hat, kann nicht verkehrt sein. Aua. Wäre die normalen Lanze krasser gewesen, wenn ich viel mit dem Combo mache. Aber ich wollte jetzt erstmal die hier, weil ich mit der echt super viel Verteidigung habe. Die einfach eine heißere Nummer sind hier, diese Meisterrangviecher. Wahrscheinlich könnte ich sogar meine Rüstung weiter verbessern. Aber will ich irgendwie nicht. Ich will ein Meisterrang-Set. Komm rein, krieg ich noch. Ah, jawohl, der ging noch rein. Don't let it escape, ja. Ein starker Kulu auf einmal, gell? Aber ich muss schnell den Kulu und den anderen, denn ich will neue Monster killen. Ich muss schnell Meister Rang 2 kommen, denn dann. Ein paar neue Monster kommen. Gut, der Daimyo Hamitao war ja schon da, aber ich hätte jetzt mal gucken können, was da gibt. Aber ich denke, ich komme auch noch mit Meister Rang 2 klar. Wenn ich die Gewehrlanze nehme, mit der Knarre sterbe ich irgendwie gerade ziemlich schnell. Wobei er hier auch ein schlechtes Monster ist, um den mit der Gewehrlanze zu bekämpfen. Der ist einfach für die Gewehrlanze nicht cool. Wegen seinem komischen Krug. Mit Querlanze kann man die gut bekämpfen. Ich finde, mit Perforieren ist bei dem einfach nicht so geil. Weil der zappelt viel, dann hat er irgendwas in der Hand. So. Nee, es war kein neuer Rekord für den Größten. Habe ich den Größten vielleicht schon? Nee, habe ich noch nicht. Der sah eigentlich schon groß aus. Hm, ja, egal. Früher oder später werde ich ihn schon kriegen. Ach, Veloci-Pre, stimmt, die sind ja neu, die muss ich auch ein bisschen töten und ausbauen. Da ist es schon, robuste Klaue. Ich brauche hier die ganzen Meisterrang-Sachen jetzt. Ja, für die nächste Quest bleibe ich jetzt auch direkt bei der Gewehrlanze. Das ist erstmal safe gegen die starken Biester. Das hat er ein gutes für mich. Oh, okay then. See you soon. Let's begin, shall we? Schmelztiegel. Ah, noch kann ich die. Ich kann nur nichts Neues machen. Ich warte auch erstmal, bevor ich einschmelze. Nicht, dass ich jetzt meine ganzen Materialien verschmelze und dann. Oh, Lebenspulver kann man auch kaufen. Ah, da hätte ich mich ja noch mit Lebenspulver eindecken können. Nee, das ist neu, da war ein Ausrufezeichen davor. Okay, okay. Aber interessant, ist gar keine beigetreten eben. Die Leute wollen es alle schnell durchpeitschen. Eine muss ich noch. Ich mach wieder mit. Flausch, Bausch, Plüsch. So. Aber für den Königslutrott nehme ich mir die Feuerlanze. Auch wenn ich da ein bisschen weniger aushalte.
einfach, damit er ein bisschen schneller stirbt. Ich guck mal, wenn es nichts wird, wechsle ich wieder. Aber das ist die normale Lanze, die hat Feuer drauf. Die sollte eigentlich gut sein gegen den. Ist auch wieder schwächer und so. So. Dann wollen wir uns mal an den Königslutrott wagen. Ich muss nochmal gucken, hier war irgendwo umgebracht, die Nebenquest, genau. Hier war ja so ein Ding, wo echt so viele Büsche waren. Aber ich bringe auch mal ein paar von den Yakis um. Ach nee, Velozipresen ist ja. Yakis. Okay, der ist schon mal schnell gestorben. Nothing personal. Denn ich weiß, die Velozipre-Rüstung, die war nie schlecht. Die war immer ganz okay. No. Schade, ich habe mir nicht gemerkt, wo diese Busch war, wo die ganz vielen Büsche waren. Das war hier irgendwo, gell? Das ist hier oben. Also wo gleich so... Ja, hier ist es. Es ist zwischen der 5 und der 7, würde ich sagen. Oh, hallo, Element. Gleich zwei Käfer auf einem Haufen, das ist auch gut. What's this? Wie komme ich denn da drauf? So, okay. Ach komm, hier unten ist er. Mal gucken, wie viel er mir reindrückt. Lass mal ganz kurz rechnen. Es waren jetzt 42. Nee, 51. Gut, 7 mal 51 sind 350. 357 mache ich. Bei dem anderen waren es 6 mal. Bei dem 66. Nee. 5 mal 66. 5 mal 6 sind 300. Und 66 sind 30. Also 330. Na gut, so viel mehr macht das gar nicht. Hier ist der Schaden, glaube ich, höher. Und die Crit-Chance, also der Schlag ist halt deutlich krasser. Wenn ich den Schlag natürlich in seinen Kopf hau, dann müsste ich deutlich mehr Schaden machen. Vor allem, weil der auch kein Feuer mag. Ich meine, auf Dauer sind diese 15 Schaden pro Combo mehr. Doch mehr. Oder nee, sind 20 mehr. Sind ja 357. Und bei dem anderen waren es nur 335. Ja, das ist dann doch nicht schlecht. Bei 10 Combos macht es 200 Schaden mehr. Ah, jetzt war ich gierig. Aber das Set hier ist für die Schärfe nicht so optimiert. Bei dem anderen Set habe ich, glaube ich, da habe ich die Schärfe nicht drin, deshalb sinkt die gerade so rapide.
one go! Don't let it escape! Ich muss auch mal ausprobieren, ob die das, wenn man das Kreismenü hier abgespeichert hat, ob das jetzt bleibt. Ja, aber bei dem anderen gehen die Schüsse auch deutlich weiter. Weil das eine Langlanze ist und das hier ist ja nur eine Dings. Na gut, ich werde die eh nur so lang brauchen. Es wird bald, wenn es eine mit Beschuss... Ja, obwohl, ich glaube, es dauert noch, bis es die Beschussstufe 6 gibt. Ich bin gar nicht sicher, ob es... Ja doch, die müsste schon. Es müsste schon eine neue Beschussstufe auch geben, sonst wäre die Gewehrlanze zu schwach. Vielleicht geht es auch bis 7 hoch dann. Und gerade noch von den Kleinen ein bisschen was sammeln. Sorry, Bro. Mist, die weiße Schärfe ist schon wieder weg. Gott, dreh dich rum und dann ins Gesicht. Jawohl. Und der hier. Jawohl, der ist brutal, der Schlag. Ich will gar nicht reiten. Reiten ist überhaupt nicht meins. Ist hier nicht auch so ein Ding gewesen? Ja, da. Jetzt schon gut. Aber ruckzuck bin ich bei grüner Schärfe angekommen. Das ist bei dem anderen Set ganz anders. Jetzt bin ich schon bei gelb. Aua. Ich muss mich heilen. Nein. Ich wollte schärfen. Lass mich aufladen. Na. Jawohl. In your face. Reloading. Ach Gott, ich weiß doch, dass er den Schwanzhieb macht. Wieso habe ich da gestochen? Und das Schlimme war, mein Stich hat nicht mal getroffen. Also, das hat gar nichts gebracht. Ah. Eben diese Entladung, wo ich diese Fullburst-Gombo gemacht habe, die könnte. Ich glaube, mit der anderen Waffe hätten noch ein paar Schuss getroffen. Aber hier seht ihr, ist der zweite Schuss eben. Der hätte bei der anderen auch gesessen. Schon wieder. Weil die lang, die schießt einfach weiter. Na, ich glaube, ich bin einfach ein Langgewehr-Lanzenspieler. Ich würde jetzt mehr Damage machen, aber ich glaube, ich mache gar nicht mehr Damage damit. Weil die Schärfe, wie gesagt, viel zu schnell weg ist. So, der Schwanz hier. Jetzt kann ich Mann voll Burst drücken, oder? Ja. Und zwar die Rolle einstecken müssen, aber Full Burst hat wenigstens gesessen. Ich komme dir hinterher, mein Freund. Hä, geht's nicht mehr dreimal hintereinander? Red ich den halt. Mein Gut, es ist ja ein Meisterrangmonster, der könnte ja jetzt mehr Schaden machen.
gut. Ja, der macht schon gut Schaden. Komm, einen schaffe ich noch. Nee, ich muss den super machen. Der hat 38. 180, aber er hat ihn vergiftet. Das sind mal locker 300 bis 500 Schaden extra. Diesmal habe ich aufgepasst. Ich glaube, diese Rolle, die er eben gemacht hat, ist auch eine neue Attacke. Diese Sprungrolle. Die hier ist ja normal. Müsste auch gleich einen Geist aufgeben, eigentlich. Ja, das nagt sich so krass durch die Schärfe, das ist auch normal. Jetzt mache ich schon nur noch 100 mit dem Schwinger aufs Gesicht. Und das, obwohl in dem Set hier viel Crit drin ist. Also wenn ich viel mit der Full Burst spiele, brauche ich echt was, was meine Schärfe nicht so schnell weggehen lässt. Ich muss mich erst noch heilen. Mist. Er hat noch gefuchtelt. Oh, stimmt, das ist ja meiste Material. Darf ich nicht so verschwenderisch sein? Erstmal alles einsammeln. Gehen wir das Ding her. War natürlich nur ja, jetzt Schwammbalg. Ah, eben hätte ich fast mit einer Attacke gemacht. Dann ist mir eingefallen, dass er noch den komischen Schwanzhieb macht. Jetzt kommt er nochmal zurück. Ja, schon wieder gelbe Schärfe. Ich habe zwar schnell Schärfen drin, ich drücke halt den falschen Knopf und so auf Tränke und was. Würfeln vorher geben. Jawohl. Komm her. Du bist mir. Jawohl. Oh, neuer Rekord, kleinstes Exemplar. Ich hab noch gedacht, eben der sah klein aus. Ach, keine Krone, schade. Wird sich dahinter vielleicht ein Lager verbergen? Ich weiß es nicht. Aber wir werden es rausfinden. Wenn ihr wisst es noch, wenn ihr die Folgen vom Base Game gesehen habt, ich habe mir auch erst sehr spät die ganzen Lager geholt, weil irgendwie, jo, ich war so ins Töten vertieft, dass ich an die Lager gar nicht gedacht habe. Und ich suche hier im Endbild als den Balken für den Meisterrang, aber ich muss hier erst den Multiplikator freischalten. Es hat sich etwas ergeben, das dich betrifft. Es geht um Kamura. Es stimmt zwar, dass die Randale noch nicht ganz vorbei ist, aber dank dir ist dein Dorf größtenteils unversehrt. Daher sollen auf Vorschlag von Fogen, dem Ältesten, Elgato und Kamura ihre Bande stärken und mehr zusammenarbeiten. Leider gibt es einen Haken. Da ist ein Tetranodon, der im Dschungel ein Ärgernis darstellt. Infolgedessen erweist sich das Reisen zwischen unseren beiden Ländern als schwierig. Wir wollten eben unsere Ritter entsenden, um der Bedrohung Herr zu werden, aber Fogen der Älteste schlug dich dafür vor. Da er dir so vertraut, bin ich mir sicher, dass du es schaffen wirst. Hol dir die Quest-Details von Chichi. Chichi. Gut, in der nächsten Folge werden wir unsere erste dringende, krasse Quest machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss.